Was wir hier haben, ist von Optech ein Objektivrückdeckel für hier im Beispielfilm für Canon EOS mit Dichtungsring. Wir haben natürlich diese Dichtungsringe bzw. diese Objektivdeckel noch für verschiedene andere Hersteller, Nikon, Pentax und so weiter und so weiter. Und dieser Film ist natürlich stellvertretend für all diese ganzen Marken, die es da gibt, gedacht. Logischerweise Objektivrückdeckel, ob das jetzt an Pentax geht oder an Nikon oder sonst irgendwo ran, ist ja eigentlich vollkommen wurscht. Es geht ja darum, was hier hinter steht. Ich werde Ihnen jetzt mal gleich eben den Unterschied hier kurz aufzeigen zwischen so einem Optech-Rückdeckel und einem anderen Deckel für dieses Objektiv. Der normale Deckel, der eigentlich immer dabei ist. Das erste, was auffällt an dem Optech-Deckel gegenüber dem normalen Deckel, das können Sie jetzt natürlich jetzt nur sehen, das können Sie nicht fühlen wie ich, dass das Material ein etwas anderes ist. Wir haben also hier einen etwas weicheren Kunststoff, der halt eben auch sich besser hier an das Bajonett bzw. an dem Ring genau Objektiv dann noch irgendwie anschmiegt und natürlich auch staubsicher ist. Und dieses Kunststoff ist ein sehr hartes Plastik, ein sehr harter Kunststoff, der natürlich auch hinten auf das Bajonett drauf passt, aber im Laufe der Zeit kann er sich halt eben auch ein bisschen verformen und dann sitzt er nicht mehr so richtig und schlackert meistens immer hinten drum. Also ich kenne das Problem an meinen Kameras bzw. Objektiven, dass die in Anführungszeichen Original-Objektivrückdeckel, die dabei sind, nach einer gewissen Zeit einfach irgendwie so ein bisschen, ja wie soll ich das nennen, so ausleiern, ne? So ausschlunzen irgendwie, dann sitzen die nicht mehr richtig fest und fangen an zu wackeln und so weiter. Und da ist natürlich halt eben der Optech-Rückdeckel besser aufgrund seiner Materialeigenschaften. Auch hier alles wieder nachlesen im Produkttext auf der Seite, wo Sie gerade sind, da steht alles beschrieben und man merkt auch beim Ansetzen dieses Objektivdeckels, des Rückdeckels, dass das eine sehr geschmeidige Sache ist. Also wenn man hier einen gewissen Punkt hat, Moment, ich muss mal gucken, sind Sie im Fokus? So, lass mal die Kamera mal kurz ein bisschen pumpen, jetzt sehen Sie, sind Sie wieder im Bild. Also beim Ansetzen merkt man schon, dass es alles etwas weicher ist und man muss es halt eben nur ganz leicht andrehen und hier schlackert auch nichts. Ne? Ist also alles sehr fest und massiv, ist auch kein Spalt dazwischen irgendwie, also das ist wirklich eine sehr sichere Geschichte um die Hinterlinse, die eigentlich das Wichtigste am Objektiv ist. Nicht immer, wie man denkt, logischerweise die Frontlinse, nein, es ist die Hinterlinse. Wenn Sie da einen Kratzer drauf haben, dann sehen Sie das auch auf Ihren Bildern. Ganz klare Sache, Vorderlinse ist nicht ganz so schlimm, sag mal so am Rande. Wie gesagt, hinten muss immer gut geschützt sein. Das war also der Objektivrückdeckel von Optech. Hier am Beispielfilm bzw. im Beispielfilm für Canon EOS, also für das Canon EF-Bajonett gedacht. Das haben wir natürlich auch für andere Kamerahersteller, ne? Nikon, Pentax und so weiter und so weiter. Hier bei uns im Shop. Glauben Sie mir, besser als das, was Sie normalerweise mitgeliefert bekommen, aufgrund der Materialeigenschaft sehr harter Kunststoff gegen eine etwas ja, geschmeidigere, staubdichte Lösung. Hier wackelt wirklich nichts, da haben Sie also auch keinen Spalt mehr dazwischen und vor allen Dingen auch, der dreht sich nicht so leicht ab. Ne? Also da muss man auch keine Angst haben, dass man da kurz gegenkommt. Hat man auch schon manchmal oft, dass man dann die Objektiveinheit mit dem Rückdeckel in die Fototasche reinmacht und dann fällt der Deckel einfach ab. Also das passiert bei Ihnen, mit diesem Rückdeckel hier von Optech nicht mehr. Ganz tolles Produkt. Richtig klasse, gefällt mir auch ganz gut.